Was ist das denn? Ein Shiny-Fussi oder was? Ein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden, ne? Du und welche Armee? Okay, dann sag mir mal, ob der wirklich so eine große Herausforderung oder Gefahr ist oder ob der einfach nur, ja, shiny eben ist. Das ist ein Goldbussi 10 KP. Okay, es ist schon mal eine Hausnummer. Schon unglaublich, was für ein Monster wir hier begegnen. Okay, saugen sich aber nicht fest und können auch nicht die KP absorben. Dann ist er noch schwächer, oder? Gut, hauen wir den einfach mal in so einen Powerhauer in die Phrase. Dann können wir ihn schon in der nächsten Runde, glaube ich, auslöschen, ne? Der ist ja stark, Fuzzi, aber der Kampf fängt gerade erst an. Ne, ich glaube eher, dass er für dich vorbei ist. What the fuck? What the hell? Okay, ich hätte das mit der Armee nicht ernst nehmen sollen. Okay, die Bühne hat gerade richtig losgelegt. Hey, was soll ich denn da machen? Okay, Block. Sehr gut. Hä, die machen voll viel Schaden. Kann ich was machen? Muss ich kontern? Nee. Die haben einfach nur extrem auf die Fresse gehauen. Aua. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Kann ich da irgendwas scannen? Fuzzi-Horde, ja. Boah, Junge, das ist ja viel zu viele. 20 KP, what the hell, was für ein Bild. Hier Fussis greifen nacheinander an, achte auf das Timing bei der Verteidigung. Aber vielleicht ist auch klüger, zuerst den Kerl zu erlegen, der die Fussi-Horde leitet. Aber, ja, und dann ist nicht die Giftpilze. Wenn ich da ist, das Bingo-Pong. Oh Gott, das war der normale Pilz. Ich hab's so Angst gehabt. Wenn ich den Golden jetzt besiege, ist jetzt die Frage, sterben die anderen dann direkt? Und wie ist das mit den Sternpunkten? Weil ansonsten würde ich die Horde natürlich als erstes auslöschen. Aber wenn sie schon sagt, ich soll den dort fokussen, dann mache ich das auch. Klappt jetzt aber nicht so. Nächste Runde, ja. Gumbrina wird wieder sehr stark getroffen. Gefällt mir nicht. Ja, ich muss den da hinten irgendwie versuchen auszulöschen, auch wenn ich den kaum sehe. Das ist Timing nicht so einfach. Oh Gott, jetzt geht's los. Aua. Okay, geblockt. Jetzt verstehe ich das erst mit dem Blocken auch. Okay, ich kann das viel besser ausweichen jetzt. Ah, aber den kriege ich trotzdem nicht hin, weil der so aus dem Nichts kommt. Okay, der Kampf ist spannend. Wisst ihr was? Ah, nee, ich kann ihn immer noch nicht auslöschen, ne? Ja, müssen jetzt zwei gut getimte Sprünge sein. Dann ist der Golden zumindest mal down. Dann ist vielleicht die Fussi-Horde einfach ein bisschen schwächer. Ich hoffe halt bloß nicht, dass sie jetzt verschwindet und ich kriege die Sternpunkte nicht. Das ist... Nein, ich habe den Sprung verkackt. Hä? Hey? Nein? Schlecht? Gut. Ich dachte, das sind 4, das war doch jetzt 5, oder nicht? Okay, gut geblockt, das kriege ich jetzt zumindest hin. Boah, sieht so nicht gut aus, ich werde, glaube ich, auch gleich Pilz einsetzen müssen, aber jetzt erstmal den hier hinten erlöschen, ne? Nein, es verschwinden echt alle, och nö. Soll ich, glaube, die Sternpunkte nicht bekommen. Ja, okay, aber 20 sind trotzdem ganz gut. Ich glaube, der Kampf wäre auch sonst extrem knapp geworden, ne? Ja, verpisst euch alle, wirklich. Ich hätte mich schon gern gewusst, wie viele Sternpunkte das gegeben hätte. Muss ich schon sagen, ja? Okay, Leute, ich habe mal kurz nachgeschaut. Das hätte um die 6 bis 8 Sternpunkte gegeben anscheinend. Okay, wir haben noch eine Mail bekommen. Ich weiß gar nicht, dass es geht. Und es ist tatsächlich so, dass man die nicht mal komplett killen muss, diese 20 Pussy, sondern nur bis zum bestimmten Betrag. Und dann fliehen die und dann kriegst du diese 8 Sternpunkte oder so. Hätte ich das gewusst, aber das ist halt so, weil es größtenteils blind für mich ist. Also, ist schon ein bisschen lost gewesen, hätte man mitnehmen können. Aber Gumbat hat eben eine Mail geschickt. Okay, was steht da drin? Und wie Maru die? Hat er das mit einer Brieftaube geschickt? Aber ist ja eine Mail, also eigentlich was Digitales. Ich wünsche dir schönen Erfolg. Wow, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Heil? Nee, ich habe ja so ein Hotelticket. Möchte ich eigentlich auch einlösen? Ich meine, ich hab's ja, ich muss nur lebendig dort ankommen, ist das Ding. Oder ein Level-Up bis dahin. Mir fehlen ja nur noch 30 Sternpunkte, aber werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber jetzt wirklich jeder einzelne Gegner wieder da ist. Okay, die respawnen echt schnell. Och, man, jetzt wurde ich auch noch getroffen, ne? Ja, ich bin jetzt gut auf 86 Sternpunkte. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal mit den Gegnern. Oh, danke für den Pilz noch. Aber ich glaube, sonst tue ich wirklich überleveln. Ich habe jetzt auch nicht wirklich so die Motivation, jeden Einzelnen zu erledigen. Jetzt auch mal die Flucht probieren. Wie läuft das jetzt einfach ab? Einfach A-Spam, okay. Und jetzt habe ich halt voll, deswegen kann ich fliehen, verstehe. Jo, wir sind back. Und ich habe eine neue Mail bekommen. Ah, die Bildzeitung von Rohlingen. Da habe ich nur einmal meine E-Mail-Adresse angegeben und direkt 1000 Dinger bekommen. So, dann will ich jetzt mal schauen, wie es mit dem Hotel hier abläuft. Hotelgutschein benutzen, genau, den habe ich ja. Kann ich mich da ein bisschen healen, auch wenn ich durch die Kämpfe ab und zu Herz bekommen habe. Oh, das ist aber süß. Deswegen schon fast voll gehielt war, aber gerade die Blütenpunkte waren fast leer, die sind wichtig.
Kupio, hey, was geht? Ich will diesmal mein Glück probieren, aber ich habe immer noch sehr, sehr Angst. Ich habe gewartet damit, also ich wollte nämlich erzählen, darf ich mit dir zusammen gegen Logoth kämpfen? Oh, er hat die Bombe platzen lassen, ne? Weil nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Logoth zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt, deswegen will ich mich jetzt auf die Suche machen und den Grund herausfinden, ob er den Drachen wirklich besiegt hat oder nicht. Oder ob er nur mich holen gegangen ist. Natürlich kannst du mitkommen. Hilfe nehme ich doch immer dankend an. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit. Natürlich darfst du mit. Oh, wie er sich freut. Kupio gehört nun zum Team. Ja, nämlich der nächste Partner, der zweite. Kupa passt natürlich zum Standard-Mario-Gegner, auch wenn der schon sehr special aussieht. Ich kann auf der Overworld jetzt den Panzer schießen, damit halt angreifen. Oder halt Items an mich ranziehen. Und da gab es halt diesen einen Orden, den ich noch haben möchte. Den soll ich jetzt mit ihm bekommen. Also es geht auch natürlich in die andere Richtung, ganz klar. Ah, ich kann jetzt hier auf der Position halten, dann tut er auch 4 Stärke in die andere Richtung bouncen. Jetzt habe ich das verstanden, ne? Ah, ich kann mich auch bewegen währenddessen, ne? Auch gut. Und wie er dann im Kampf ist, müssen wir dann noch herausfinden, ne? Also mal auf gute Zusammenarbeit, würde ich auch mal sagen. Kupio! Oh, seine Freundin, die ihn nur beleidigt hat. Kupine, hast du uns zugehört? Kupio, du willst wirklich gegen Logoth kämpfen? Aber das ist doch, du bist doch nur ein trägiger kleiner Cooper. Zuerst schlecht reden und dann nicht mal anerkennen, wenn es wirklich mutig ist. Aber ich finde sie mega unsympathisch, keine Ahnung. Aber jetzt feiert sie ihn doch, oder was? Ich werde ein echter Mann, auch für dich. Ja, Bruder, ich glaube, der macht wirklich das so 40% wegen seinem Vater und 60%, dass er nicht mehr von ihr so beleidigt wird. Bitte geh nicht, Kupio, jetzt hat sie auch noch Angst. Ich habe mich schon dafür entschieden, mach dir keine Sorge, Mario ist schließlich bei mir. Ich hab noch nicht gegen... Jetzt greift sie einen an, oder was? Bosskampf, oder was? Nee. Einfach nur... richtige Zicke. Auf zu Logoths Burg. Okay, kurz die Ex bisschen abgeschüttelt. Ey, wieder, junge Goomba, wo hast du überall meine E-Mails angegeben? Ah, hat mir kurz erklärt, wie ich hier wechseln kann. Das ist auch eine Schnellfunktion. Ich glaube, das gab es damals nicht. Ja, genau da oben. Da will ich hin. Da müsste sich noch ein Orden befinden, ne? So, können wir mal holen. Was haben wir hier? Herzelein. Marius KP regenerieren sich langsam pro Zug unterschiedlich stark. Das ist doch genau mein Lebenproblem. Oder wo mein Lebenproblem eben ändern würde. Ah, der kostet 2 Ordenpunkte. Ja, dann weiß ich, was ich als nächstes nochmal wieder erhöhe. So, Kupio, dann zeig mal, was du drauf hast. Einmal ein Panzerstoß ist gegen einen einzelnen Gegner. Das trifft alle Bodengegner. Auf einmal kostet 3 BP. Okay, ich muss mal das Timing anschauen. Okay. Einfach so loslösen oder wie? Hä? Hat es 2 Schaden gemacht? War das jetzt richtig oder kann ich da mehr Schaden machen? Ja, 2 ist eigentlich schon ganz gut. Besser als der Sprung von Mario. Ich glaube, Kupio ist halt eher so der Typ gegen mehrere Gegner. Also passt das schon. So, setzen wir einmal den Sonnenschlüssel ein. Und dann hier an der Stelle den Mondschlüssel. Und ich glaube, dieser Felsen, der wie eine Röhre aussieht, ist in Wirklichkeit eine richtige Röhre. Wie sie sich auch noch bewegen so. Ah, 2 Schalter. Dieser Weg führt zur Burg von Logoth, genau. Beide gleichzeitig drücken, ja. Ja, dann brauche ich halt den Cooper hierfür, ganz klar. Das ist ja Tutorial, tue ich halten. Dann gehe ich hier rüber und mache das alles gleichzeitig. Perfekt. First try geklappt. Die Röhre versplittert einfach. What the hell? So, jetzt wird es langsam ernst. Wir gehen in die Burg wohl. Aber erstmal nach links eigentlich schauen. Ist da noch irgendwas? Sieht es aber erstmal auf den ersten Blick nicht so aus. Wäre schon ein krasses Secret. Boah, ich kann so weit nach hinten laufen und da ist da nicht mal was, oder was? Oh Gott. Na gut, dann ab in die Burg, würde ich sagen. Okay, wir sind noch instant drin. Da scheint es noch hoch zu gehen. Heilungsmöglichkeit. Hä, das wird immer teurer. Junge, Inflation kriegt anders rein. Boah, ich kann jetzt oben lang gehen und auch unten, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Ja, auch da gibt es einen oberen und unteren Weg. Ah, ich brauche einen Papierflieger, um weiterzukommen, weil die Brücke kaputt ist. Das ist also Loburg, Burg oder was? Aber da kriege ich schon ein bisschen weiche Knie. Jetzt nicht schlapp machen, Kupio. Ich werde trotzdem schauen, ob da unten irgendwie was ist. Nicht einfach nur eine kaputte Brücke, na toll. So, dann fliegen wir mal durch die ganze Burg hindurch. Ich muss ja viel, viel höher fliegen, oder? Oder muss ich da unten durch? Ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht ist da oben auch einfach nur ein Rückweg, genau. Ups, Skelette. Interessant. Ja, es hieß ja mal, dass sie, oder Logoth, irgendwie viele Koopas zerstört hat. Nein, das ist ein Para-Cooper. Jetzt kann ich den nicht scannen. Ja, okay, ist wahrscheinlich auch besser so, weil... Boah, 3 Koopas ist halt auch schon heftig.
Ich habe jetzt nicht Comprimé nach vorne gehabt. Dann probieren wir jetzt einfach mal einen ganz normalen Panzerstoß. Funktioniert der genau? Okay, ich muss in der Mitte sein. Okay, hey, das habe ich doch gar nicht gecheckt, das Timing. Das war gerade mehr Zufall als alles andere. Weil mit den zwei Angriff könnte das schon gefährlich sein. Ich glaube, da lohnt sich schon, beide umzuwerfen. Dann können die zumindest nicht angreifen, ne? Nee, das hat nicht geklappt. Mit Kupio muss ich noch ein bisschen warm werden, merke ich gerade. So, jetzt aber. Ich kann die ganze Zeit drücken und dann, wenn der halt in der Mitte ist. Okay, hab's verstanden, ne? Was halt so OP, die so umzuwerfen, ist ja so wichtig mit dem Kampf. Weil dann könnt ihr erstmal. Danke für den Pilz. Das ist blau sogar. Ja, super Pilz. Dann könnt ihr die komplette Runde einfach nichts machen. Und selbst wenn die dann aufstehen, machen die dann nichts. Also umwerfen würde ich der Way to Go gegen dir. Und das sieht wohl nach einem weiteren Level-Up aus. Sehr gut. Mal schauen, ob wir vor dem Bosskampf halt nochmal eins bekommen. Könnte schon knapp werden, ne? So, jetzt Leben oder Ordenpunkte? Aber ich habe jetzt einen Orden, wo auch Leben regeneriert. Also ist das jetzt sinnvoller, weil habe ich noch meinen Ordenpunkt so frei für irgendwas Neues. Wo wir vielleicht bekommen. Hier, Herzelein. Ne, zwei habe ich sogar noch frei. Perfekt. Ist ja genau gut für den nächsten Orden, den ich jetzt irgendwann bekomme, hoffentlich. Und das ist einfach nur Rückweg hier oben, glaube ich. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Kein Paracooper, leider. Junge, das ist ja wirklich so eine Ordenbox als nächstes. Doch, da ist der Paracooper. Kann ich meinen Scan auch auswählen? Ja, genau. Also machen wir den Paracooper. Einfach nur unter anderem für die 100% so. Genau, geflügelte Coopers muss ich halt erstmal runterschmeißen. Und ich glaube, ansonsten funktioniert die ganz normal. Ich muss aber zweimal quasi auf sie springen, um sie hilflos zu machen. Genau. Dann warten wir da einfach auf den Angriff auf den Ab und den hier tue ich jetzt einfach mal rausnehmen, den vordersten, ne? Oh, verdammt, der Luftangriff. Habe ich jetzt nicht timingmäßig machen können. Okay, da hat aber auch nur Mario, stimmt. Nicht mein Partner. Nee, okay, wenn ich zweimal treffe, kann ich den direkt umwerfen. Boah, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich beide instant umgeworfen, ne? Aber ich dachte, ich kann ihn so oder so nicht umwerfen, den hinteren, ne? Deswegen habe ich es gelassen, ne? Und was haben wir hier für einen Orden? Wieder ein Sprung. Was? Mario springt auf den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt? Ist es ein Endlos-Sprung? Das wirkt irgendwie sehr OP. Boah, kostet aber auch drei Stück so. Ja, manchen tun mir nichts Orden erstmal raus und dafür den Power-Doubt. Ja, und ich würde auch ganz gerne Kupio zwar verwenden, aber es macht halt gegen diese Koopas gar keinen Sinn. Also probieren wir mal. Ob das wirklich hier mit mehreren Sprüngen einfach unendlich geht? Ja, okay, es ist halt down so. Ich denke nicht unendlich. Das wäre viel zu OP. Vielleicht so fünfmal oder so. I don't know. Sich halt auch bei einem etwas härteren Gegner erstmal ausprobieren. Die sind halt nach vier Sprüngen halt schon down. Okay. Gehen wir damit weiter. Ich muss sagen, diese Koopas sind schon sehr nervige Gegner. Gerade jetzt mit ein paar Koopas zusammen. Okay, was haben wir da? Kupio kommt erstmal raus. Na nur? Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater. Nein, kann es nicht sein, dass der jetzt schon am Anfang der Burg tot ist. Vater, oh nö. Ich habe jetzt den ganzen Mut verloren, oder? Aber Mario, mein Vater hat ja noch einen Brief in der Hand. Kann nicht mein Vater sein, der ist nicht gebildet. Der kann keinen Brief schreiben, oder was? Gut, lass uns lesen. Also, ich wollte gegen Logoth kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logoth einen Schwachpunkt hat. Dieser schreckliche Logoth fürchtet ein Tier, das mit F beginnt und mit Sch endet. Fisch? es gibt ein Item, was den Schwachpunkt hat und der ist in dieser Burg. Um Logoth zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst einmal finden. Ne? Logoth ist auch listig, gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern Fallen. Lass dich im Kampf nicht überlisten, verlass dich auf deinen Instinkt. Ich verlasse die Kraft, so beende ich diesen Brief. Deinem Gruß an meinen Sohn Colorado? Werd dich immer lieben, Nanu. Colorado, nicht Kupio, hä? Ist doch nicht der Vater. Das ist, glaube ich, dieser Cooper, das hat halt ein Tautmädchen im Dorf gemeint. Dass der aus dem entfernten Dorf halt herkam und gekämpft hat und auch nicht zurückkam. Und Colorado, der Name sagt mir das. Ist es der Partner aus Paper Mario 1? Der kann sich nicht aus, so ein Cooper mit einem Halsband halt. Oh, das war doch nicht mein Vater. Glück gehabt. Da ist ein Schlüssel hinter dem Gitter. Komm ich da rein? Ein rotes oder rosa Knochenskelett auf jeden Fall, wo den Eingang versperrt. Das fängt zu leben an? Die Burg zu betreten zeugt von eurem Mut und von eurem Leichtsinn. Doch euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. So hört den Ruf der Gruft. Oh nein!